Ja, meine Damen und Herren, liebe Catch-Fans, und hier sind wir noch einmal zu einem Kampf in Amiens in Nordfrankreich. Ein Teamkampf, 2 gegen 2. Und das erste Teamkampfpaar ist im Ring. Und das sind dann Steve Adonis aus den USA und Steve Regal aus Großbritannien. Und hier kommen ihre Gegner. Beide sind uns bekannt, denn beide haben wir bereits in der letzten Woche gesehen. Und hier werden wir einen Kampf erleben, der ja faktisch eine Revanche ist, auf den wir gewartet haben. Und wir werden es gleich sehen. Erst einmal die Vorstellung zu diesem Kampf und der Ansager. Wir hören es hier, stellt als erstes vor das Teamkampfpaar mit Steve Adonis. 113 Kilogramm und 1,95 Meter groß. Und sein Teamkampfpartner Steve Regal aus Großbritannien. 120 Kilo, 1,93 Meter groß. Steve Regal, fantastisch, dieser junge Ringer, wie er sich rausgemacht hat. Und sie kämpfen gegen das Teamkampfpaar in der roten Ringecke mit dem Mexikaner, dem mexikanischen Champion Herodes, 127 Kilo und 1,77 Meter groß. Und Drew McDonald, dem schottischen Champion, 120 Kilo und 1,83 Meter. Und hier attackieren die beiden bereits ihre Gegner. Nein, wir sehen, was in der letzten Woche passiert ist. Das war es beim Kampf Drew McDonald gegen Steve Adonis. Das war das Gemetzel, kann man schon fast sagen, als Herodes mit in den Ring gekommen ist als Assistent von McDonald. Und sie haben Steve Adonis hier arg niedergemacht, der rausgeführt werden musste aus dem Ring nach diesem Kampf. Drew McDonald ist in der vorigen Woche disqualifiziert worden und das war richtig so, denn man muss diesen Mann immer wieder stoppen, wenn er durchdreht. Da sehen wir es, wie das Publikum hinter Steve Adonis gestanden hat. Hier kommen zwei Ringer zum Ring und führen Steve Adonis raus. Und Drew McDonald vollkommen außer sich. Und hier ist er und was sagt er? Wenn du in die Küche gehst, Adonis, verbrennst du dir die Finger. Und wenn du mit uns in den Ring steigst, verbrennst du in der Hölle. Es wird die Hölle für euch zwei, das sage ich euch. Und dann holt er noch seinen Freund, den Herodes. Und der hat nichts anderes zu sagen als: mein schottischer Freund und ich sind die Größten. Wir zerschmettern jeden Gegner. Ja, wie sie das gemacht haben, das haben wir gesehen. Und wir sind gespannt, wie dieser Kampf heute geführt wird. Und das Gesicht von Drew McDonald verheißt schon wieder nichts Gutes. Ah, und da fängt er sofort an mit nicht erlaubten Taktiken. Und Steve Adonis sollte sich hier nicht groß beim Schiedsrichter beschweren, sondern sofort weitermachen. La jambe dehors, s'il vous plaît. Ah, der Armhebel angesetzt und da reißt natürlich McDonald seinen Gegner schon wieder an den Haaren runter, provoziert hier das Publikum, wie wir es von ihm kennen. Aber dieser Mann kann ja auch ringen, wir wissen es von allen großen Turnieren. Tackle auf seinen Gegner. Ganz kurz und hart geschlagen.
Die Schulter noch reingedreht dabei und der Side Headlock hier, der Schwitzkasten von der Seite. Ah, da wollte Adonis ihn rüber projizieren zur anderen Seite. Aber Drew McDonald blockt hier ab, wird jetzt aber rübergeschickt. Adonis runter und dieser Hüftwurf auf McDonald und noch einmal die Armschleuder hinterher und der Armhebel sofort hinterher angesetzt. Ja, da ist Dynamit. In diesem Kampf ist Dynamit nach dem, was vorige Woche passiert ist hier. Und abgelöst jetzt in der Ringecke und Steve Riegel kommt in den Ring. Wristlock angesetzt. Und da kontert McDonald sofort wieder mit einer Faust in die Ringecke mit Steve Riegel. Der dreht sich aber raus, kontert ebenfalls mit einer Armschleuder und setzt den Armhebel an. Ja, dieser Steve Riegel wartet jetzt darauf, dass er in die USA gehen kann. Er hat drüben einige Kämpfe abgeschlossen. Ja, eine Technik in der blauen Ringecke jetzt bei Adonis und Steve Riegel, die auch nicht erlaubt ist. Aber ab und zu kann man doch wohl Gleiches mit Gleichem vergelten. Projektion zum Seil hier. Ja, und wieder die Armschleuder. Und Drew McDonald jetzt am Boden. Das ist schmerzhaft. Da wird das Knie in die Seite des Gegners noch reingedrückt. Da sollte er nicht viel fragen, der Adonis. Den Elbow-Drop auf den Arm und wieder Wristlock angesetzt. Und abgelöst in der blauen Ringecke, Steve Riegel jetzt wieder drin. Und wieder schlägt Drew McDonald oben rüber und da muss er zu Boden. Eins, zwei und das war beinahe das Ende. Und wieder die Armschleuder und der angesetzte Armhebel. Ja, da hat man vielleicht erkannt und sich in der blauen Ringecke auch abgesprochen, dass Drew McDonald da empfindlich ist. Und darum wird dieser Griff dann immer wieder angesetzt. Und jetzt attackieren aber beide in der Ringecke des Mexikaners und des Schotten, den Engländer. Und da kommt der Faustschlag hinterher. Wir sind es von den Mexikanern nicht anders gewöhnt. Ebenfalls ein verbotener Griff, der hier angesetzt wird. Ein ganz harter Griff sogar. Einmal die Strangulation und zum anderen werden die Finger ins Auge gedrückt. Und hier abgelöst in der Ringecke. Und Herodes muss raus. Ja, ich würde es für besser halten, wenn diese Mexikaner sich an den europäischen Ringkampf gewöhnen müssten, als wenn die Europäer den mexikanischen Ringkampfstil annehmen würden. Das mag hart sein, aber da kann man ja bald den Schiedsrichter zu Hause lassen. Kopfstoß von der einen Seite, Ellbogen von der anderen. Und Adonis muss aus dem Ring. Steve Riegel sollte jetzt ablösen. Er sollte versuchen, rüberzukommen in die Ringecke zu seinem Teamkampfpartner. Stattdessen wird er dort angezählt. In der Ringecke muss den Kick noch nehmen. Ah, das reißt in der Schulterpartie. Und hier dreht Steve Riegel sich raus. Noch einmal der Flickflack. Will seinen Gegner nach oben nehmen. Setzt aber hier an zu einem doppelten Beinhebel. Aber da kommt McDonald rein mit einer Clothesline. Und Steve Riegel schon wieder zu Boden. Er sollte jetzt rübergehen in die Ringecke. Ja, und noch ein Ellbogen, aber da muss er den Vorarm
zur Halsschlagader nehmen. Eine Spezialität von McDonald. Und Adonis wird aus dem Ring geschickt. Er muss erst einmal aus dem Ring, das weiß er doch. Er muss raus, damit der Schiedsrichter dann rübergehen kann zur anderen Ringecke. Und dort attackieren jetzt beide Kämpfer. Steve Riegel. Ja, das ist ja am Rande der Disqualifikation. Mein Gott, nein. Das war der Schlag wieder auf den Kehlkopf. Aber Steve Riegel kommt hier zurück. Er blockiert den Griff von McDonald. Und den Kopfzug und den Knee Drop hinterher. Und jetzt löst er ab, Gott sei Dank. Und Adonis kommt frisch in den Ring und sollte jetzt zusehen, dass McDonald nicht mehr ablösen kann. Ellbogen ins Genick des Gegners und die Projektion jetzt rüber. Und da kommt er mit einem Ellbogen und jetzt den Gegner abdecken. Nein, noch einmal hoch, noch einmal den Knee Drop. Adonis, jetzt ist der Gegner vielleicht reif. Aber bei Drew McDonald, da sollte man mit allem rechnen. Auch wieder das Knie auf die Halsschlagader des Gegners. Und Herodes hält jetzt seinen Gegner, hält jetzt Adonis fest in der Ringecke. Steve Riegel muss raus aus dem Ring, damit der Ringrichter wieder rüber kann. Beide Kämpfer attackieren hier Adonis schon wieder. Das ist nicht erlaubt. Ja, da wird er stranguliert. Adonis ist hier stranguliert worden mit dem Seil, mit dem Ablöseseil in der Ringecke. Ja, da konnte er sich natürlich nicht mehr bewegen und weiß jetzt auch nicht mehr, wo er ist. Wird aus dem Ring gezogen, um Gottes Willen. Und da kommt der Fußtritt noch von McDonald nach außerhalb und alle Schläge und Kniestöße auf Adonis, der jetzt da draußen leidet und nicht mehr zurück kann. Dernier Appel avant disqualification, je vous préviens. Ja, aber das Publikum will, dass Adonis jetzt wieder zu sich kommt oder zumindest zur Ablösung kommt. Dass er in seiner Ringecke mit Steve Riegel noch einmal ablösen kann. Und dieser dann frisch reinkommen kann. Und der Ringrichter sollte hier durchgreifen. Ja, da bleibt er liegen. Wird gehalten dort von McDonald draußen. Ja, der Ringrichter hat es gesehen. Und da ist schon wieder eine Verwarnung. Aber Riegel muss auch aus dem Ring. Und der Ellbogen hier auf Adonis, der sowieso schon festgehalten wird von Herodes. Ja, der Referee weiß schon wieder nicht, wo er eingreifen soll. Und Adonis jetzt auf dem dritten Seil, auf dem obersten Seil mit der Kehle und wird bearbeitet schon wieder von Drew McDonald. Oh, er nimmt seinen Gegner und zeigt es ihm jetzt. Jetzt will er ihn demütigen auch noch. Schläge mit der flachen Hand. Ja, das ist eine Disqualifikation wert. Was jetzt schon passiert, ist eine Disqualifikation wert. Von der Seite dieser Kopfstoß jetzt von Herodes. Und der Schlag in die Nieren gegen. Auch nicht erlaubt. Und Adonis kann hier, glaube ich, nichts mehr entgegensetzen. Der Ringrichter fragt ihn, ob er aufgeben will. Und es wäre fast das Beste, dass er aufgeben würde. Denn was hier passiert ist, das sind drei Disqualifikationen bereits. Aber er baut sich noch einmal auf hier. Er baut sich noch einmal auf. Und er, ein Tackle, eine Clothesline. Er sollte ablösen, Adonis sollte ablösen. Und er hat abgelöst. Steve Riegel jetzt im Ring. Und die jungen Damen speziell freuen sich.
Man hat ja hier in Frankreich auch ganz junges Publikum. Kinder und Jugendliche. Und hier der Hüftwurf. Und es wird gezählt. Nein, da kommt Drew McDonald wiederum von außen in den Ring mit der Double Fist. Aber Herodes wirft bald seinen Gegner aus dem Ring hier. Und hier kommt Steve Riegel wieder. Und beide sind jetzt außerhalb des Ringes. Ja, der Ringrichter sollte zählen. Ja, sie werden angezählt außerhalb des Ringes. Und das könnte jetzt der Sieg sein. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Das wäre noch ein gutes Ende. Aber Drew McDonald ist wieder zurück im Ring. Ja, dieser Ringfox aus Schottland. Er hat schon wieder einiges im Bett und man sieht es. Ja, das ist die Show, die er abzieht zwischendurch. Aber das war richtig. Steve Riegel gibt ihm das, was sonst Drew McDonald mit seinen Gegnern macht. Er gibt ihm den Kick. McDonald muss zu Boden und hier zahlt er ihm auch die sogenannte Maulschelle, die Watschen zurück. Und McDonald kriegt noch eine und der Ellbogen hinterher und ein Dropkick angesetzt. Fantastisch auf die Kinnspitze gesetzt. Und da kommt Herodes wieder in den Ring. Und beide Kämpfer jetzt, Herodes und McDonald, attackieren Steve Riegel, der natürlich zu Boden gehen musste. Da wird er angezählt sogar vom Referee. Und rüber geschickt und mit einer doppelten Clothesline zu Boden gebracht. Und der Referee weiß doch, dass nur einer jeweils im Ring sein darf. Oh, das Publikum ist auch entsetzt hier. Und wieder beide Kämpfer im Ring, Herodes und McDonald. Aber da taucht Steve Riegel unter durch. Und Adonis jetzt im Ring und kommt zurück wieder. Ja, das sind offene Faustschläge, die sind erlaubt. Auf die Halsschlagader des Gegners und hier die Projektion zur Mitte. Da wartet Steve Riegel schon und beide Kämpfer, Herodes und McDonald, werden gegeneinander geschlagen. Und der Kampfleiter zählt jetzt sogar beide an. Und der Chop von Riegel, das kennen wir von ihm. Die sind ganz kurz geschlagen, auch auf die Halsschlagader. Und McDonald wankt hier, duckt sich aber. Und jetzt musste Riegel musste den Bigfoot nehmen. Und er wird aus dem Ring geworfen hier. Oh, nachdem er diesen Bigfoot gehabt hat. Und jetzt wird dort oben Steve Adonis genommen von McDonald im Chicken Wing. Und das ist die Disqualifikation jetzt. McDonald und Herodes attackieren Adonis. Das ist zu viel, Gott sei Dank. Jetzt greift der Referee durch. Das ist die Disqualifikation und damit Sieger Adonis und Steve Riegel. Ja, meine Damen und Herren, Catch ist heute live und im Fernsehen ein Volkssport. Und überall auf der Welt sorgen auch Kinder und Jugendliche für begeisternde Atmosphäre am Ring. Nur in Österreich und Deutschland gilt noch immer die Lex Kai, das Jugendverbot. Schreibt auch dazu eure Meinung, liebe Fans. Ich glaube, wir sollten baldmöglichst nachziehen, denn es gibt wohl keinen Grund für ein Jugendverbot. Oder sind Sie nicht auch der